wenige Minuten vor dem ersten Test. Auf dem Weg zur Kaserne in Munster, einem der größten Bundeswehrstandorte. Ein militärischer Sicherheitsbereich, betreten für Unbefugte streng verboten. Zum Schutz der Kaserne darf geschossen werden. Doch wie streng wird die Kaserne tatsächlich bewacht? Es gibt Hinweise auf große Sicherheitslücken. Unterwegs mit versteckter Kamera. Kommt man mit falschen Papieren rein? Mit einem Einberufungsbescheid für eine Wehrübung längst nicht mehr gültig und auch noch für eine ganz andere Kaserne ausgestellt? Damit dürfte man definitiv nicht durchgelassen werden. Doch wie reagiert die Wache? Guten Morgen, ich habe keinen Ausweis dabei. Ja, das nächste Mal aber bitte erst rechts ranfahren, ne? Ich mach kurz auf. Tatsächlich, so einfach kommt man hier rein. Und schon ist man mitten im militärischen Sicherheitsbereich. Der Fliegerhorst im niedersächsischen Fassberg. Modernste Kampfhubschrauber sind hier stationiert. Diesmal wird versucht, mit einem 15 Jahre alten Truppenausweis durchzukommen. Seit Jahren gelten eigentlich neue Ausweise mit Chipkarte. Wird man von der Wache trotzdem durchgelassen? Morgen. Morgen, wunderbar. Das nächste Mal, wenn Sie reinfahren, einfach den Ausweis da vorn reinhalten. Alles klar, danke Ihnen. Tschüss. Kaum zu glauben. Auch hier überprüft niemand die Personalien oder das Auto. Dritter Versuch, eine Kaserne in Hannover. Hier werden Feldjäger und Stabsdienstsoldaten ausgebildet. Auch dieses Gelände streng gesichert. Diesmal wird sogar ein falsches Foto verwendet. Das Bild einer Frau auf dem alten Ausweis. Das muss doch auffallen. Moin, moin. Okay. Unbegreiflich. Ohne Probleme kommt man mit falschem Foto durch. Ohne Nachfrage. Drei Beispiele für massive Sicherheitslücken in Bundeswehrkasernen, gedreht in den vergangenen Tagen. Wir wollen die Aufnahmen den Verantwortlichen zeigen, fragen den Verteidigungsminister an und die Wehrexperten der Regierungskoalition. Doch es gibt kein Interview. Wir bitten die verteidigungspolitischen Sprecher der SPD und der Grünen um eine Bewertung. Sie zeigen sich entsetzt von den Zuständen in den Kasernen. Wenn Unbefugte unkontrolliert mit eigenen Fahrzeugen einfach so auf ein Kasernengelände fahren können, dann ist das gravierend und dann heißt es, dass es einfach diese Kontrolle und damit die Sicherheit nicht mehr gibt. Es ist natürlich schon erschreckend, wie leichtfertig das Wachpersonal mit der Sicherheit bei der Bundeswehr umgeht und es natürlich macht uns die Sorge. Doch wie weit kommt man in Zivil? Mit ungültigen Papieren? Hält jemand die Unbefugten auf? Keiner der Soldaten wird misstrauisch. Niemand fragt, was man hier eigentlich zu suchen hat. Gerne wird Auskunft gegeben, wo es zum Fuhrpark geht. Eindringlinge können sich völlig frei und unbeobachtet bewegen. Die Militärfahrzeuge unbewacht. Jeder könnte sich an den Wagen zu schaffen machen. Auch in den Gebäuden stellt sich einem niemand in den Weg. Selbst vertrauliche Unterlagen wie Personalakten auf Schreibtischen sind nicht gesichert. Ungehindert kann man sich durchfragen, sogar bis zum Kommandeur. Kurze Frage, wo geht's denn hier zum Kommandeur? Treppe hoch, dann sehen Sie die Fahnen und dann rechte Seite. Von Sicherheitsbewusstsein keine Spur. Es ist ein leichtes, unbeobachtet an die Schützenpanzer zu gelangen. Nicht auszudenken, was Attentäter hier anrichten könnten. Selbst mehrere der 40 Millionen Euro teuren Kampfhubschrauber stehen unbewacht im Hangar. Eigentlich ist das hier absolute Sperrzone. Ohne weiteres könnte man die Waffensysteme manipulieren. Wir treffen den früheren Wehrbeauftragten Reinhold Robbe. Er sagt, die Sicherheitslücken bei Kasernen sind der Bundeswehr intern schon seit Jahren bekannt. Er selbst habe immer wieder darauf hingewiesen, doch geschehen sei nichts. Nach meiner Auffassung hat die Bundeswehr insgesamt offensichtlich noch nicht kapiert, dass seitdem es Al-Qaida gibt und seitdem Terroristen alle Schlupflöcher irgendwann nutzen werden, auch die Bewachung von Bundeswehrliegenschaften allererste Priorität haben muss. Dass die Gefahr nicht nur theoretisch ist, zeigt ein aktuelles Beispiel. Erst vor wenigen Monaten musste die Bundeswehr eine interne Alarmmeldung an alle Kasernen schicken. Report Mainz liegt exklusiv das Dokument vor, in dem vor dem ehemaligen Zeitsoldaten Sascha B. gewarnt wird. Er soll Islamist sein und hatte seinen Truppenausweis einfach nicht abgegeben. Nur mit Mühe konnte die Bundeswehr ihn wieder einziehen.
Auf Nachfrage muss die Bundeswehr einräumen, dass es Fälle von Ausweismissbrauch in den letzten Jahren in zweistelliger Zahl gegeben habe. Laut Insidern sind tausende alter Truppenausweise noch im Umlauf. Weiter erklärt das Verteidigungsministerium zu unseren Recherchen, dass die dokumentierten Kontrollen so nicht hätten stattfinden dürfen, spricht von menschlichem Versagen. Zitat: Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der Vorgang durch die Bundeswehr sehr ernst genommen und einer vertiefenden Überprüfung unterzogen wird. Wir halten fest, ohne Probleme ist es gelungen, mit alten, ungültigen oder manipulierten Papieren in Kasernen zu gelangen und in sensibelste Bereiche vorzudringen. Niemand hat die Unbefugten aufgehalten.